Hey Leute, heute nochmal ein kleines Let's Test. Das kann man nicht größer machen, okay. Das ist leider nur so klein, das. Ja. Und zwar spielen wir jetzt eine Runde Robots. Robots, ja. Was haben wir denn hier? Aha, die erste Generation von Robotern. Hier können wir auch noch nichts anderes einstellen. Haben auch erst nur den ersten Level, Logan. Wir fangen ja jetzt gerade erst an. Testen ja auf Englisch. Schätze mal, was ich, Japanisch, Mandarin, keine Ahnung. Fangen wir einfach mal an mit dem Level 1. Und zwar ist es hier, glaube ich, Sinn, man muss eine Logik schreiben, das den Roboter ins Ziel bringt. Hier muss man die Logik schreiben. Wie es funktioniert? Keine Ahnung. Okay. Ich klicke. Upside. Über. Ah. Unter. In die Mitte. Ja. Rechts. Ah. Ah ja. Wir brauchen jetzt den. Mehr eigentlich nicht. Yay! Aber hier fehlt auch ein bisschen Sound. Achso, den soll ich klicken für den nächsten Level. Macht Sinn. So, jetzt gucken wir mal. Wir müssen rechts. Hoch. Ja, drunter. Und rechts. Ja, das sieht auch gut aus. Ha, ich bin gut. Hier könnte man schon langsam mit Logiken arbeiten, aber was ist eigentlich, wenn ich hier... Also, wir müssen eins runter, zwei rechts. Eieiei. Ein, hi, hi, vier, fünf runter. Oh, hier fehlen ja auch noch Knöpfchen. Okay, machen wir fünf runter einfach. So, ich denke mal, da kommt noch bestimmt irgendwas. So, fünfmal runter. Hi, 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 vier, fünf. Und dann sollten wir auch schon im Ziel sein. Schauen wir mal. Ach, herrlich. Eins zu viel. Machen wir nochmal. Nah dran. Ja klar, nur viermal runter, logisch. Please add a if. If. Aha. Man soll die linke Box klicken in die Mitte vom if. Und Ah, man kann jetzt sagen, ob linke Hand, also links, rechts, über einem oder unter einem das Feld da oder nicht da ist. Also sagen wir mal, ist Upland weiß, dann, ah, da, dann gehe nach oben. Also, soll einfach überprüfen, ob über ihm frei ist. Dann fällt es. Wenn da ein Feld ist, dann soll eins vorgehen. Ansonsten könnte man jetzt sagen, wenn vor ihm nicht frei ist, oder man könnte dann else, ich weiß nicht, muss man das else hier reinpacken oder? Ups. Ah, hier. Ansonsten machst einen Weg nach rechts. Und das würde schon als Logik, denke ich, hier bei diesem reichen. Weil solange vor ihm ein Feld frei ist, geht er nach oben. Wenn das nicht mehr der Fall ist, geht er nach rechts. Testen wir das mal. Okay. Ach da. Aha,
Gleich oder ungleich? Hier noch eine kleine Erklärung dazu, aber ich weiß, wie er anhilft. Else habe ich ja auch schon gerade herausgefunden. Okay. So. Hä? So möchte er es haben. Okay, ja, Logan. Er hat es ein bisschen anders gemacht. Logischerweise. Okay. Entweder so oder so eine Blockade. Entweder rechts suchen. Okay. Verstanden. Jetzt haben wir ein Hindernis. Wenn das so ist, dann soll er ungleich. Einem Felde ist nach rechts. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ach so. Geht eins nach links. Wenn da eins über ihm. Das ist ja anspruchsvoller, als ich erwartet habe. Endlich mal ein gutes Spielchen hier. Also, bleiben wir bei der Sache. Er geht eins nach links, guckt, ob über sich frei ist. Wenn über sich frei ist, geht er nach oben. Nach oben. Also oben, oben. Oben. Rechts. Und rechts ist das nicht der Fall. Ups, müssen wir hier ein Else einbauen. Das ist ganz interessant, um so mal die Logiken so ein bisschen zu verdeutlichen auf spielerische Art und Weise. Finde ich ganz interessant. Wollen wir gleich noch die anderen Schleifen und so kommen. So, wenn das nicht der Fall ist, oh, Entschuldigung, dann muss er rechts, rechts und dann das gleiche wie da oben, 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 ja. Oben. 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 Und eins nach links. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sollte er laufen. Tada. Tada. Na, wer hätte es gedacht? Es gibt fünf Durchgänge, die man mitmacht. Nun gut. Auf jeden Fall interessant, wie ich finde. Ich würde sagen, da mache ich sogar ein Let's Play draus. Deswegen würde ich das hier an dieser Stelle mit dem Let's Test sein lassen. Und vielleicht irgendwelche Musik für den Hintergrund raussuchen, weil so ist ein bisschen still. Aber dann würde ich das sogar als kleines Let's Play nochmal machen, um die ganzen Level durchzugehen, weil ich denke mal, das Spiel hat es doch wirklich verdient, nochmal gezeigt zu werden. Ja, gut, ich bedanke mich. Das war's für das Let's Test. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.